Zurzeit ist alles irgendwie Vogue, vor allem alles Negative. Selbst die chronische Verspätung der Bahn hat irgendetwas mit diesem Vogue zu tun. Dabei ist Vogue vor allem ein Kampfbegriff bei Rechten und Verschwörungstheoretikern. Daher möchte ich mit diesem Video mal einige Leute aus ihrer Naivität holen. Ihr seid bei Verschwörung und Fakten und das geht so. Auf das Thema Vogue bin ich vor allem gekommen, weil ich zu meinem letzten Video zu Richard David Precht recht viele Kommentare bekommen habe, in denen das Wort Vogue vorkam. Hier ein Beispiel. Die Userin schreibt im letzten Satz: Mir ist unklar, warum Woke bei den heutigen Problemen und Gefahren anderen Demokraten ans Bein pinkeln. Zitat Ende. Aha, dachte ich mir. Das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass ich in dem Video eine Woke-Position einnehme. Das ist auch überhaupt gar kein Thema des Videos. Und seit wann dürfen Demokraten nicht andere Demokraten kritisieren? Das ist ja die Grundbedingung für Demokratie. Irritierend an diesen Kommentaren war zudem, dass das Wort schon mal völlig beliebig genutzt wurde. Alles, was man doof findet, scheint Vogue zu sein. Allerdings bin ich diese sinnentleerten Wörter gewohnt. Normalerweise kommt aus der Verschwörungsszene aber so etwas wie NWO, Schlafschaf oder Mainstream. Und zwar genau in dieser zeitlichen Reihenfolge. Ganz früher war ich noch Teil der NWO, der neuen Weltordnung. Jetzt bin ich nur noch Mainstream. Mann, ist das ein Abstieg. NWO klang schon cooler. Aber mit welchen Abwertungsvokabeln man so belegt wird, kann man sich wohl nicht aussuchen. Aktuell scheint sich dabei auf jeden Fall Vogue durchzusetzen. Es gibt aber noch einen anderen Anlass für das Thema des Videos. In der Skeptikervereinigung GEWOB wird aktuell eine harte Debatte um das Thema geführt. In dem Kontext hat Sinan von Sinans Woche dazu auch bereits Videos gemacht. Aber worum geht es dabei denn eigentlich? Was bedeutet Vogue? Vogue sind Menschen, die sich für Interessen von diskriminierten Minderheiten einsetzen, also wach für deren Probleme und den gesellschaftlichen Umgang damit sind. Jetzt haben wir aber ein Problem. Meine Kritik an Richard David Precht hat offensichtlich nichts mit der Bedeutung dieses Wortes zu tun. Das liegt daran, dass die Bedeutung des Wortes sich im Lauf der Zeit stark verändert hat. Denn das Wort Vogue wird mittlerweile hauptsächlich negativ gebraucht und erfüllt dabei eine klare Funktion. Die Bedeutung eines Wortes ist nämlich umkämpft. Worte können mit anderen Bedeutungen aufgeladen und so Teil politischer Kämpfe werden. Vogue ist so ein Wort. Um dies besser zu verstehen, gucken wir uns jetzt einmal die AfD an. Hier äußert sich Richard David Precht zum Einfluss Björn Höckes auf das AfD-Parteiprogramm. Da steht aber nichts drin von wegen Leute aus dem arabischen Kulturkreis sind irgendwie rassisch minderwertig und sollen sich hier nicht mit arischem Blut vermischen oder sowas. Das so steht, so würde das wahrscheinlich klingen, wenn Björn Höcke das Programm geschrieben hat, der es sicher nicht geschrieben hat, vielleicht auch ja, noch nie reingeguckt hat. Diese Sichtweise von Richard David Precht ist in seiner Naivität gefährlich. Rechte wie Höcke wissen ganz genau, wie mächtig Sprache ist und würden eben aus Dummheit kein rassistisches Parteiprogramm verfassen. Wie Björn Höcke auf Sprache blickt, ist nämlich alles andere als uninformiert. Dazu ein Ausschnitt aus einer Rede aus dem Jahr 2018. Das Zweite, was Antonio Gramsci mir mitgegeben hat, ist die Sensibilität für die Notwendigkeit des Kampfs um die Begriffe. Auch das habe ich schon öfter mal artikuliert, aber es ist notwendig, das immer wieder zu tun. Wer die Begriffe prägt, der prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, der prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik, egal ob er in der Opposition ist oder in der Regierung. Kampf um die Begriffe. Anhand dessen sehen wir, dass die AfD ganz bewusst auf Sprache als Teil des politischen Kampfes setzt. Das ist Strategie und nicht Zufall. Warum bietet sich dann aber Vogue als rechter Kampfbegriff so gut an? Der Begriff bedeutet eine Grenzziehung zwischen Nicht-Voken und Voken. Er zieht eine rote Linie durch die Bevölkerung. Und das ist für die Ausbildung einer politischen Identität äußerst wichtig. So schreibt der Princeton-Professor Jan-Werner Müller Folgendes. Politische Gruppen werden nicht, wie John Stuart Mill einmal sagte, von gemeinsamen Sympathien zusammengeführt, sondern von gemeinsamer Antipathie oder dem, was Politikwissenschaftler als negative Identität bezeichnen. Zitat Ende. Identität entsteht in Abgrenzung, in Differenz zu anderen. Und dieses Vogue ist hervorragend dazu geeignet, dieses andere zu markieren. Das ist zwar für alle politischen Parteien wichtig, aber für die extreme Rechte insbesondere. Das liegt daran, dass diese mit der Abgrenzung gleichsam ein Volk konstruieren wollen.
das dann wiederum der Adressat ihrer Politik ist und ihnen auf der anderen Seite auch die eigene Legitimität gibt, da sie sich als Volkesstimme inszenieren. Zum Populismus schreibt die französische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe Folgendes. Dies ist notwendig, um eine politische Frontlinie zwischen uns und denen zu ziehen, wie sie für die Konstruktion eines Volkes unabdingbar ist. Zitat Ende. Aber das ist noch nicht alles, warum der Begriff Woke so gut geeignet ist. Man sieht es sehr gut an den ganzen Debatten, die entbrannt sind. Unter dem Label Woke werden beispielsweise Sprech- und Sprachverbote verhandelt. Es werden angeblich Leute gecancelt und selbst die Freiheit, eine Currywurst zu essen, ist in Gefahr. All diese Themen haben gemein, dass sie Gefühle ansprechen. Und genau diese Emotionalisierung von Themen klickt sich nicht nur gut bei Social Media, sondern ist auch eine Grundvoraussetzung für Politik. Die eben schon erwähnte Chantal Mouffe sieht darin sogar den Motor des politischen Handelns. Um politisch erfolgreich zu sein, muss man Themen so platzieren, dass sie Gefühle ansprechen. Das gilt insbesondere auf einer abstrakten Ebene, auf der Ebene der Ideen. So schreibt Chantal Mouffe, Ideen werden wirkmächtig, wenn sie sich mit Affekten verbinden. Zitat Ende. Und genau um diese Ideen geht es. Und damit kommen wir zurück auf Björn Höcke. Dem geht es nämlich auch um Ideen. Um genauer zu sein, geht es ihm um die Hegemonie von seinen Ideen. Er nimmt hier nämlich nicht umsonst Bezug auf Antonio Gramsci. Gramsci hat den Begriff der Hegemonie geprägt. Es bedeutet so viel wie Vorherrschaft. Damit ist die Vorherrschaft von Ideen, Erzählungen und Begriffen gemeint. Eine nicht materielle Dimension von Vorherrschaft. Der extrem Rechten geht es also unter anderem darum, mit Worten den Diskurs zu bestimmen. Das sagt Björn Höcke hier eindeutig. Und wer verkennt, dass es diesen Kampf von rechts gibt, eben auch über das Wort Woke ausgetragen, der geht mit einem Messer zu einer Schießerei. Keine gute Idee. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht missverstanden werden. Es geht selbstredend nicht nur um Ideen. Diese Ideen zeitigen dann eben auch Wirklichkeit. Aus dem Kampf um Worte wird ein ganz realer Kampf. Dazu Björn Höcke auf einer Pegida-Demo. Leider in sehr schlechter Tonqualität. Schaut euch ins Gesicht. Sprecht miteinander. Hört euch zu. Nehmt euch wahr. Begegnet euch. Und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden. Dann sind wir das, was wir immer waren. Treu und deutsch und eine Gemeinschaft. Der rechte Kampf um Hegemonie bekommt dann ganz schnell eine materielle Ebene. Das Untergangsszenario ist dann wieder sehr anschlussfähig an Verschwörungstheoretiker im Allgemeinen und Reichsbürger und Prepper im Besonderen. Aber nicht nur das zeigt dieser Clip. Er zeigt auch, wie sehr Identität im Vordergrund steht. Und dass diese negativ konstituiert wird, also durch Abgrenzung von anderen, beispielsweise von Woken, habe ich ausgeführt. Bis dato habe ich meine Argumentation eher theoretisch geführt. Daher möchte ich sie jetzt noch empirisch unterfüttern. Zur Benutzung des Wortes Woke gibt es nämlich tatsächlich ganz spannende Daten. Ich beziehe mich hier auf die Studie Woke, ein Stigma-Wort zwischen Begriff und Chiffre, erschienen im Sprachreport 2023. In der Studie wurde die Frequenz des Wortes Woke je 1 Million Wörter in verschiedenen Zeitungen ausgewertet. Wir sehen hier die beiden äußerst rechten und verschwörungsnahen Publikationen PI News und Tichys Einblick sowie Welt Online und Zeit Online. Einerseits zeigt diese Statistik, dass es von 2019 bis 2021 einen deutlichen Anstieg bei der Benutzung des Wortes Woke gab. Andererseits wird deutlich, dass die Nutzung bei Tichys Einblick und PI sehr viel höher war als in den traditionellen Medien. In der obersten Zeile der Statistik sind dann noch die User-Kommentare von PI News abgetragen. Auch hier eine extreme Entwicklung. Dass das Wort in extrem rechten, rechten und verschwörungsideologischen Kreisen eine gewisse Beliebtheit erfahren hat, ist damit quantitativ bewiesen. Zudem beantwortet die Studie auch die Frage nach der Funktion des Wortes. Die Autoren und Autorinnen schreiben, die Woken sind immer die anderen. Damit wird der von mir angesprochene Grenzziehungscharakter auch hier bestätigt. So kommt die Studie zu folgendem Fazit. Der Gebrauch der Chiffre Woke transportiert damit vieles von dem, was mit ihr kritisiert werden soll. Sie schreibt ihrem Benutzer bzw. ihrer Benutzerin eine privilegierte Einsicht gegenüber den weltfremden Woken zu. Durch den Sarkasmus stellt sie eine Überheblichkeit gegenüber dem politischen Gegner zur Schau. Zitat Ende.
So stützt also auch diese empirische Auswertung die These, dass das Wort zumeist nicht neutral verwendet wird, sondern in politischen Auseinandersetzungen eine wesentliche Rolle spielt. Wie das dann in der Praxis Formen annimmt, sehen wir an diesem Vogel hier. So twitterte die AfD-Aristokratin Beatrix von Storch: Die Bahn kann wirklich nur noch Vogue. Grund für den Post war eine Verspätung. Was die Verspätung der Bahn mit Vogue zu tun hat? Natürlich überhaupt nichts. Es ist die pure Abgrenzung. Alles Schlechte ist Vogue. Vogue reduziert sich hier auf einen Kampfbegriff. Wie das Wort dann in einer breiteren Erzählung wirkt, sehen wir anhand dieses Bundestagsbeitrages der AfD. Aber auch unser Denken und Sprechen soll dekolonialisiert werden. Die historische Mohrenstraße wird gecancelt, Indianer dürfen in Schlagern nicht mehr vorkommen, Feste und Traditionen werden umbenannt oder abgeschafft, weil sie Andersgläubige stören könnten. Und wer sich dagegen wehrt, der wird von den woken Tugendwächtern umgehend als Rassist diffamiert. Diese neuen Jakobiner sind die wahren Hetzer und Spalter der Gesellschaft und die Totengräber der Kultur. Und diese Bundesregierung ist nicht frei davon, meine Damen und Herren. So klingen bei der AfD dann die erzählerischen Versatzstücke, die mit Vogue in Verbindung gebracht werden. Dieses Beispiel zeigt auch sehr schön, wie mit Gefühlen gespielt wird, wie auf Empörung abgezielt wird. So wird die ganze Erzählung wirkmächtig. Und eben das kann man auch auf die verschwörungstheoretische Szene übertragen. Der Vogue-Diskurs erweitert die Erzählungen und lässt sich gut gegen die Eliten in Stellung bringen. Es hat sogar zu einer regelrechten Vogue-Verschwörungstheorie geführt, die wir uns dann auch mal ansehen werden. Und damit kommen wir zum Fazit. Vogue ist also ein rechter Kampfbegriff mit einer klaren Funktion und Erzählung. Davon ist unbenommen, dass das Wort in anderen Kontexten auch eine andere Bedeutung tragen kann. Das gilt im Prinzip für alle Kampfbegriffe. Man sollte dann nur nicht den Fehler machen, zu meinen, dass man das Wort fernab des Hauptdiskurses verwenden kann. Als Sprecherinnen und Sprecher können wir uns diesen hegemonialen Diskursstrang vorstellen wie einen Fluss, auf dem wir mit unserem Floß rumschippern. Mein Floß verändert nicht den Lauf des Flusses. Diese Vorstellung ist so naiv wie überheblich. Wir alle sind rückgebunden an sprachliche Bedeutungen, die wir als Einzelne im Allgemeinen nicht beeinflussen können. Wer das Wort Vogue benutzt, sollte sich dieses Umstandes gewahr sein. Im Zweifel verändert er nicht den Diskurs, sondern unterstützt bewusst oder unbewusst den Diskurs der Rechten und Rechtsextremen. Und da gibt es wirklich lohnenswertere Sachen zu unterstützen. Beispielsweise diesen Kanal hier. Danke an meine Patreon-Community. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.